Fotografen, sowohl Profis als auch ambitionierte Amateure, haben an ihren Monitor ziemlich hohe Erwartungen. Der muss möglichst viele Farbräume abdecken, der muss farbecht sein, wie man so schön sagt. Und das ist häufig nicht ganz günstig. Ein Fotografenmonitor für unter 700 Euro findet man eigentlich sehr selten. Ist aber genau so ein Monitor und den zeige ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. Nachdem ich mich von meinem 5K iMac verabschiedet habe und mir ein MacBook zugelegt habe, brauchte ich natürlich auch einen Monitor, weil nur an dem Laptop-Monitor kann ich persönlich nicht arbeiten. Also musste ein Monitor her. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und dann bin ich auf diesen Monitor gestolpert sozusagen. Tatsächlich auf Amazon habe ich den gesehen von der Firma Innosen, die kannte ich nicht. Ich habe die einfach mal angeschrieben, habe die gefragt und die haben gesagt, ja klar, schau dir das Ding mal an, teste das mal und sag uns deine Meinung. Deswegen, die haben mir den kostenlos zur Verfügung gestellt, aber das beeinflusst meine Meinung natürlich nicht, weil ich muss mit dem Ding ja jeden Tag arbeiten, wenn ich ihn behalte und wenn er gut ist. Wir fangen einfach mal mit den Basisdaten an, für diejenigen, die Daten interessieren, die anderen können ja gerne vorspulen. Der Hersteller ist, wie gesagt, Innosen, ich habe von denen vorher noch nie was gehört, aber macht ja nichts. Das ist also ein 27 Zoll Mini-LED IPS-Panel, das verspricht hohe Kontrastwerte und gute Schwarzwerte. Das ist das gleiche, die gleiche Technologie im Prinzip, die Apple in seinen MacBooks verbaut und damit ein ziemlich hochwertiges Ding. 4K UHD Bildschirm mit 3840x2160 Pixeln und einer 60 Hertz Wiederholfrequenz. Das heißt, also ganz normal für Foto, Grafik etc. Die Gamer unter euch werden sich für den Monitor dann mit der Taktfrequenz vielleicht nicht so interessieren. Aber an die ist er auch nicht gerichtet. Das ist, wie gesagt, er richtet sich an Fotografen. Es ist ein Fotografenmonitor. Die Farbräume, und das ist das, warum es ein Fotografenmonitor ist. Deswegen, das interessiert uns Fotografen nämlich. 100% sRGB-Abdeckung, 99% Adobe RGB und 99% DCI-P3 mit einer Farbtreue von einem Delta-E kleiner als 2. Dazu sage ich nachher vielleicht noch mal ein bisschen mehr. HDR 1000 und 10 Bit Farbtiefe. Alles Werte, die ich nicht im Detail überprüfen kann. Da muss ich mich auf den Hersteller verlassen. Die Helligkeitswerte sind ganz spannend. 1000 Nits Max, das ist bei HDR Inhalten. Aber 700 Nits regulär. Und das ist schon ziemlich hell. Der ist jetzt bei weitem nicht auf volle Helligkeit eingestellt, sonst würde es hier das Bild überstrahlen. Aber den kannst du wirklich richtig ordentlich hell einstellen. Das ist schon wirklich ziemlich ordentlich. Er ist natürlich nach vorne und hinten neigbar. Er ist seitlich neigbar. Und er ist höhenverstellbar. Und das Ganze tatsächlich ohne Aufpreis, Apple. Und man kann ihn auch, wenn man das will, kann man ihn auch komplett drehen. Kann ich das jetzt machen, ohne meine Kabel hier zu verwirren? Ja. Du kannst ihn also auch komplett ins Hochformat bringen und hochformatig arbeiten. Ich habe da keinen Anwendungsfall dafür, um ehrlich zu sein. Aber es soll ja Leute geben, die so arbeiten. Gut. So viel erstmal nur zu den Werten. Jetzt, ich lese hier ein bisschen was ab, weil es sind sehr viele Punkte und ich will da nichts Falsches sagen. Optik und Qualität. Also, von hinten, wir fangen mal mit dem Schlechten an. Von hinten, ja, also mein Fall ist es nicht. Das ist halt so ein bisschen Gaming-Style vielleicht. Naja, da hat er auch hinten so eine Hintergrundbeleuchtung, das ist ganz lustig. Die kannst du in verschiedenen Farben und sogar RGB einstellen und dann blinkt es und leuchtet es so. Ist so ein Gamer-Ding anscheinend. Warum es sich an die Gamer an der Stelle richtet, verstehe ich nicht. Aber gut, ist auch nicht wichtig. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn der so an der Wand steht, an der hellen Wand und dann hinten so eine Ambient-Beleuchtung hat. Warum nicht? Bei mir steht er frei im Raum, das ist unwichtig. Man kann das aber auch abschalten. Von vorne ist der super. Super schmale Ränder, ist das, wie man heute Monitore gerne hätte. Wirklich, das ist hier der Rahmen, der Kunststoffrahmen ist 2 mm, 1 mm, 1,5, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgemessen. De facto ist hier dann nochmal ein ganz schmaler schwarzer Rahmen, aber das ist wirklich super schmal. Auch hier unten alles super schmal. Ich habe im ersten Moment, das ist so schmal, dass ich im ersten Moment dachte, hä, das ist ein 27 Zoll? Mein iMac war deutlich größer. Ja, das liegt daran, dass der iMac solche Ränder hat und unten sogar noch ein bisschen tiefer. Also der iMac ist
ungefähr so ein Stück breiter an jeder Seite. Das heißt, ich könnte hier den wahrscheinlich als 32 Zoll haben und der wäre ungefähr so groß wie der iMac. Also der ist deutlich kompakter als der iMac und nimmt viel weniger optischen Platz auf meinem Schreibtisch ein. Und das ist cool. Auf jeden Fall. Bei der gleichen Bildschirmdiagonale natürlich. Der Standfuß bzw. die Halterung mit dem Standfuß, das ist alles Kunststoff, muss man ganz klar sagen. Das ist alles Kunststoff und wenn du von einem iMac kommst oder von einem Apple Monitor kommst, der aus Alu ist, wirkt das alles nicht so ganz hochwertig. Aber das haben alle Monitore, die keine Apple Monitore sind. Dafür sind sie auch deutlich günstiger. Aber es ist okay, ist völlig in Ordnung. Es ist jetzt nicht, fühlt sich nicht besonders billig an. Nichtsdestotrotz ist das hier alles recht stabil. Natürlich wackelt das, wenn hier alles wackelt, weil auch dieser Tisch wackelt ein bisschen. Aber insgesamt macht es einen robusten Eindruck. Auch dieser Federmechanismus, um das rauf und runter zu fahren, macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Der Aufbau von dem Standfuß ist relativ einfach. Da unten ist eine Schraube dran. Damit schraubst du den Fuß an die Rückenhalterung. Und die Rückenhalterung hat so einen Klickmechanismus. Damit klickst du den Monitor ein. Apropos Klickmechanismus, wenn du den rausnimmst, den Monitor, hat er hinten eine VESA-Halterung. Da kannst du ihn an einen VESA-Standard-Monitorarm montieren. So habe ich ihn bei mir auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Damit hast du keinen Fuß unten, sondern hast einfach frei. Und das Ding schwebt quasi über deinem Schreibtisch, finde ich mega praktisch. Bei mir liegt das MacBook da, dann darunter direkt, zurzeit zumindest. Und ja, damit hast du quasi nicht, kannst du also komplett auf den Standfuß verzichten. Nächster Punkt. Das Einstellungsmenü. Das erreicht man hier unten relativ simpel und traditionell über solche Knöpfe, die hier unten angebracht sind. Das ist nichts Spektakuläres, das ist aufgeräumt, das ist simpel, hat eine relativ unspektakuläre Optik und man kann da eben alles Mögliche einstellen natürlich. Unter anderem kann man hier die Profi-Modi, Standardmodus, sRGB, Adobe und P3. Also die vorkalibrierten, werkskalibrierten Farbmodi einstellen. Die Anschlüsse sind auf der Rückseite hier von unten. Man sieht ja, da kommt ein Kabel raus. Das ist ein USB-C-Kabel, das direkt in meinen Laptop geht. Da kommt man vernünftig dran. Man muss da ja auch nicht jeden Tag dran. Also die sind wie gesagt von unten. Und der hat dann Anschlüssen zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.4, und einmal USB-C mit 90 Watt Power Delivery. Das bedeutet, wie man auch hier sehen kann, ich habe jetzt mein MacBook an einem einzigen USB-C-Kabel und da geht das Bild auf den Monitor und es geht Strom an das MacBook. Damit kann ich mein MacBook problemlos mit Strom versorgen und laden. Also ein Kabel and you're good to go. Und er hat noch ein Audio-Out, also so einen Klinkenstecker. Da kannst du dann Kopfhörer anschließen, wenn du das möchtest. Der hat natürlich keine Webcam drin und die eingebauten Lautsprecher, um ehrlich zu sein, sind nicht besonders spektakulär. Stört mich persönlich nicht, weil wenn ich Sound habe, kommt der bei mir direkt aus dem MacBook. Das sind Weltenunterschiede, also die MacBook-Lautsprecher sind viel, viel, viel besser. Aber mich stört das, wie gesagt, überhaupt nicht, weil ich die sowieso hier nicht benutze. Aber es sind Lautsprecher drin, das nur mal am Rande. Nach dem ganzen technischen Blablabla kommen wir jetzt mal zu den wirklich wichtigen Sachen, die vor allen Dingen uns Fotografen und Filmer interessieren, nämlich das Thema Bildqualität und Kalibrierung. Also, der Monitor ist von Innosen werkskalibriert. Werkskalibriert bedeutet, die haben jeden Monitor, tatsächlich jeden einzelnen Monitor, haben die einer Kalibrierung unterzogen. Da kriegst du auch so einen Kalibrierungsreport. Da stehen alle Infos drin zu den drei Farbenmodi, auf die er kalibriert ist, nämlich sRGB, Adobe RGB und DCI P3. Drei Kalibrierungsreports, die ich nur bedingt lesen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, im Wesentlichen sagt das einfach aus, dass dieser Monitor von Werk ab auf diese Farbenmodi kalibriert ist. In dem Kalibrierungsbericht oder dem Kalibrierungsbericht kannst du auch entnehmen, dass im Adobe RGB Farbraum und im sRGB Farbraum die Farbechtheit Delta E sogar unter 1 liegt, also 0,5 irgendwas oder 0,6 irgendwas. Und das ist schon wirklich super gut. Also der ist wirklich farbecht und farbtreu gemäß der Kalibrierungsinformation hier. Also da kann man wirklich nicht meckern. Was habe ich jetzt gemacht, um das für mich selbst auch zu testen, weil da kann ja viel drinstehen und was interessiert mich, was da im Labor passiert ist? Mich interessiert, was ist für meine
praxisrelevant. Also bin ich hergegangen und habe die Website von ISO aufgerufen. Da gibt es eine Monitor-Test-Website. Die gibt es halt nur von ISO. Ich habe zumindest nichts anderes gefunden. Und da kannst du verschiedene Tests auf deinem Monitor machen. Du kannst natürlich per Augenschein, das ist keine technische Kalibrierung oder sonst irgendwas, das ist einfach nur, um zu testen, wie dein Monitor auf bestimmte Sachen, Kontraste, Gamma-Kurve, keine Ahnung, alles Mögliche, auch Farbverläufe und so weiter, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Überhaupt alle relevanten Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Damit kann man das mal testen. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Und das ist gut. Ich war überrascht. Es war wirklich, das hat diesen Test super durchlaufen. Das Bild ist einwandfrei. Also Augenscheintest war schon mal wirklich, wirklich gut. Aber damit wollen wir es ja nicht belassen. Ich habe dann mit dem Spider X Pro, das ist dieses Gerät hier, das kennt der eine oder andere wahrscheinlich, das ist ein Kalibrierungsgerät, um Monitore wirklich zu kalibrieren. Sowas kann man mal haben, man braucht es extrem selten, aber sowas kann man mal haben, wenn man häufiger kalibrieren möchte, wenn einem das extrem wichtig ist. Aber wie gesagt, zu dem ganzen Thema Monitore insgesamt für Fotografie und Videografie, Kalibrierung und Farbräume, mache ich nochmal ein anderes Video, unabhängig vom Hersteller. Hier geht es ja jetzt mal nur um diesen Monitor. Also ich habe das Ding mit dem Spider X kalibriert und was soll ich sagen? Ich war total überrascht, weil sowohl im sRGB als auch im Adobe RGB, also sowohl im sRGB als auch im Adobe RGB Farbraum, hat der Monitor laut Spider X Kalibrierung 100% gebracht. Also sogar noch mal besser als der Hersteller sagt. Bei P3 waren es dann nur 96% oder 98%, also ein kleines bisschen schlechter als der Hersteller sagt, aber der Farbraum ist für mich persönlich nicht relevant oder nicht so relevant. Und das ist, glaube ich, kein Problem. Für die meisten Fotografen wird sRGB und Adobe RGB relevant sein und 100% Abdeckung ist natürlich krass gut. Wichtig zu wissen, das ist nur eine Software-Kalibrierung, es ist keine Hardware-Kalibrierung. Du kannst diesen Monitor nicht Hardware kalibrieren. Der Unterschied zwischen Software- und Hardware-Kalibrierung nur super schnell erklärt. Eine Hardware-Kalibrierung bedeutet, der Monitor hat einen speziellen Chip drin, also einen Speicherchip sozusagen. Und auf dem wird bei der Kalibrierung ein Lookup-Table abgelegt. Und die wirkt sich direkt auf den Monitor aus, im Prinzip egal welches Ausgabe- oder Eingabegerät ich hier habe. Bei der Software-Kalibrierung wird ein ICC-Profil geschrieben und als Datei auf dem Mac in meinem Fall abgelegt. Und das ist nicht 100% genau das. Also das ist überhaupt nicht das Gleiche. Es ist auch, ich glaube, diese Software-Kalibrierung, soweit ich es verstanden habe, ist auch nicht ganz so akkurat, aber immer noch super, super gut und viel besser als unkalibriert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst diesen Monitor kalibrieren, aber nicht Hardware, sondern nur softwareseitig kalibrieren, was völlig, völlig in Ordnung und ausreichend ist. Der hat im Gegensatz zu meinem MacBook und im Gegensatz auch zu meinem iMac, und da musste ich mich wirklich daran gewöhnen, 2-3 Tage lang, ein mattes Display. Haben diese Monitore so gut wie alle. Ich komme aber von einem iMac und habe jahrelang mit einem iMac gearbeitet. Ich kenne nichts anderes als glänzende Displays und die haben für mich immer so eine Brillanz. Das liegt vielleicht einfach an dem glänzenden, der glänzenden Oberfläche. Und das war im Moment erstmal eine Umstellung, aber nach, wie gesagt, 2 Tagen war das kein Thema mehr und mittlerweile finde ich es mega, weil es reflektiert exorbitant viel weniger. Du kannst problemlos, ich habe das Problem zwar nicht, aber ich kann problemlos auch Licht von hinten verkraften, ohne dass es hier drin spiegelt. Und man hat insgesamt das Gefühl, dass die Farben weniger künstlich aufgepoppt sind, sondern es wirkt echter. So, und wenn ich das auch 1:1 mit meinem MacBook vergleiche, und ich habe die beiden Monitore jetzt so kalibriert, dass sie auch relativ beieinander sind, was sie auch sind, aber das MacBook sieht einfach anders aus, weil es einen glänzenden Monitor hat. Lange Rede, kurzer Sinn, matter Monitor, super Sache, weil keine Reflexionen. Und du kannst das Ganze halt auch, kannst dir ein bisschen zeigen, selbst wenn ich den sehr seitlich drehe, jetzt reflektiert hier mein sehr starkes Videolicht ein bisschen hier oben drin. Aber der Punkt ist, die Farben verändern sich nicht, auch wenn man von der Seite reinschaut. Das ist eben diese Mini-LED- bzw. IPS-Panel-Technologie. Da kannst du einfach auch sehr stark von der Seite gucken. Also selbst wenn ich von hier gucke, sind die Farben noch genauso, wie wenn ich von der von frontal gucke. Natürlich Quatsch, weil ich so natürlich keine Bilder betrachte oder bearbeite. Aber wenn man mit dem Kunden mal drauf schaut, kann man auch ein bisschen von der Seite gucken, ohne dass alles komisch aussieht. Wie gesagt, 4K-Monitor. Wenn du einen 4K-Monitor hast,
und auf 4K schon mal Lightroom oder Photoshop oder ähnliches aufgemacht hast und damit versucht hast zu arbeiten, weißt du, das ist kein Spaß, weil die ganzen Regler sind so klein und das ist einfach nicht gut. Deswegen skaliere ich meinen Monitor, oder habe diesen Monitor für meine Arbeit auf 2K, also 1440p skaliert. Das ist auch die Standardeinstellung beim iMac gewesen, obwohl er 5K ist. Das führt dazu, dass das Bild noch mal ein bisschen knackiger, schärfer wird, zumindest gefühlt. Und dass man aber wunderbar darauf arbeiten kann und trotzdem genug Platz hat. Man kann natürlich diverse Modi, also Auflösungen einstellen, aber bis maximal 4K. Und ich arbeite halt in 1440p, also in 2K, weil das zum Arbeiten mit den Tools, mit denen ich arbeite, wesentlich einfacher ist. Ich habe tatsächlich auch, für mein Empfinden, sehe ich keinen Schärfen- oder Brillanz- oder ja, Schärfenunterschied vor allen Dingen zum 5K-Display vom iMac. Wie gesagt, das ist ein Unterschied, ob glänzendes Display oder mattes Display, aber von der reinen Schärfe der Schriften oder der Elemente auf dem Bildschirm, ich sehe da keinen Unterschied. Da mag einer sein, wahrscheinlich ist einer da, aber der ist so marginal, dass ich ihn zumindest nicht sehe. Dann kommen wir nochmal zum mittlerweile ja gerne genommenen Stichwort HDR. HDR 1000 kann der ja und so weiter. Habe ich nicht getestet, ist für mich nicht relevant. Kann ich auch schlecht testen, weil mein Netflix-Account keine HDR-Inhalte abspielt, weil ich gar keinen HDR-Fernseher habe, beziehungsweise keinen UHD-Fernseher habe. Also, ich kann nur sagen, er kann es wohl, aber getestet habe ich es nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. So. Jetzt habe ich relativ viel geredet und wie gesagt, dieser Monitor richtet sich an Fotografen und Videografen. Und das macht solche Monitore in der Regel verhältnismäßig teuer. Es gibt günstigere Monitore, die auch gut sind, die aber vor allen Dingen Adobe RGB wesentlich geringer abdecken, wenn überhaupt. Solche Monitore sind, wie gesagt, relativ teuer normalerweise. Der kostet knapp unter 700 Euro, genau genommen 699 Euro. Und jetzt kommt der Burner, weil nämlich in Osten nächste Woche, und zwar vom 18. bis 28. November, gibt es ein Black Friday Special Offer auf Amazon. Link unten in der Videobeschreibung. Statt 699 nur 559 Euro. Also 140 Euro Rabatzki auf diesem Monitor vom 18. bis 28. November. Ja, also wenn du jetzt einen Monitor brauchst als Fotograf und darüber nachdenkst, dir so ein Ding zu kaufen, da wäre einer. Den würde ich mir mal näher anschauen. Ein Fotografenmonitor mit 99% Adobe RGB, 99% P3 und 100% sRGB-Abdeckung gibt es nicht oft. Das ist schon ziemlich gut. Also, ich werde den auf jeden Fall behalten. Ich werde weiterhin damit arbeiten. Ich habe den jetzt seit knapp 2 Wochen ungefähr und bin total zufrieden. Ich habe mir auch meine Bilder angeschaut, und zwar auf dem Monitor, auf dem MacBook, auf dem Handy, auf dem Tablet, auch ausgedruckt. Also, ich bin kein Farbexperte. Aber ich sehe, was ich sehe, und die Farben sind für mich einwandfrei, und zwar über alle Geräte hinweg, auch im Druck, funktioniert für mich extrem gut. Ich kann mich auf das Ausgabebild dieses Monitors wirklich verlassen, und das ist wichtig. Und ganz ehrlich, das konnte ich beim iMac, der ein tolles Display hat, aber bestimmt nicht das beste Display für Fotobearbeitung. Das konnte ich beim iMac nicht immer. Da war es häufig so, dass es, wenn ich es am Monitor gesehen habe, super cool war und ausgedruckt, insbesondere ausgedruckt, meistens zu dunkel. Eigentlich fast immer zu dunkel. Das wusste ich, dann konnte ich gegensteuern, aber muss ich halt hier nicht. Hier passt das und das macht es für mich zum guten Monitor. Das war's mit dem mehr oder weniger Kurzreview des Inosen Mini LED 4K Monitors. Alle relevanten Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.